Lügen im Bewerbungsgespräch, wenn der Chef dir ein Märchen erzählt. Ich war gerade mit der Ausbildung fertig. Da habe ich die ersten Bewerbungen geschrieben. Eine Antwort ließ auch nicht lange auf sich warten. Es war ein 4-Sterne-Hotel mitten im Wald. Als ich da ankam, schaute ich mich um. Das Hotel war umgeben von Wald und der Panoramablick war unbezahlbar. Mein Bewerbungsgespräch. Am Anfang verlief das Gespräch normal. Wir haben uns über die Ausbildung unterhalten und was ich alles gelernt habe. Dann folgten einige private Fragen. Alles schien sehr normal zu verlaufen, bis die Gehaltsverhandlungen losgingen. Da lief alles aus dem Ruder. Die Gehaltsverhandlung. In jedem Gespräch kommt irgendwann der Teil mit der Gehaltsverhandlung. Du stellst dir vor, wie viel du gerne hättest. Und der Arbeitgeber sagt dir, ob das für ihn bezahlbar ist. Und gerade wenn du am Anfang stehst, ist dieser Punkt sehr schwer. Woher weißt du, was du als Anfänger verlangen kannst? Was ist akzeptabel? Ich habe damals Google gefragt und zusätzlich haben unsere Lehrer uns ein Beispiel gegeben. Da ich damals schon bei der NGG angerufen hatte, wegen meiner Ausbildung und den ganzen Beleidigungen, wusste ich ungefähr, was ich verlangen konnte. Ich war sehr schüchtern und hatte noch kein Selbstvertrauen, daher setzte ich den Betrag zu tief an. Ich habe in der Gehaltsverhandlung gesagt, dass ich ungefähr zwischen 1.000 und 1.200 Euro haben möchte. Da lachte die mich aus und sagte, nein, das sei nicht realistisch. Wenn sie das brutto einem Anfänger bezahlen würden, würden sie ihn überbezahlen. Damals wusste ich noch nicht so Bescheid zwischen brutto und netto. Ich bin vom Gesamtgehalt ausgegangen, das ich ausgezahlt bekommen würde. Das wäre natürlich netto gewesen. Allerdings sprachen die im Bewerbungsgespräch vom Brutto. Das heißt, sie haben zu meiner Gehaltsverhandlung von 1.000 bis 1.200 Euro netto ganz schnell Brutto rausgemacht und haben dann anschließend Nein gesagt, weil ihnen das zu hoch sei für einen Anfänger. Anschließend fragten sie mich, ob ich den vorher nicht recherchiert hätte, wie viel ein Anfänger brutto verdient. Ich sagte, sicher habe ich mich informiert. Sie lachten und sagten, normalerweise bekommen Anfänger ein Bruttogehalt von ungefähr 600 bis 690 Euro brutto. Das sei für einen Anfänger, der noch keine Berufserfahrung hat, normal. Danach musste ich lachen. Sie guckten mich schockiert an. Als ich fertig war mit Lachen, sagte ich, nein, für dieses Gehalt arbeite ich nicht. Da lohnt sich noch nicht einmal das Aufstehen. Anschließend waren die zwei Hoteliers sprachlos, denn damit hatten sie gar nicht gerechnet. Wie ihr sicherlich schon gemerkt habt, habe ich den Job nicht bekommen. Denn bei solchen Gehaltsverhandlungen suche ich mir lieber einen anderen Job. Auch wenn das bedeutet, länger zu suchen. Manchmal lohnt es sich. Man sollte niemals auf dubiose Angebote eingehen. Bewahrt euch immer euer Rückgrat. Lasst euch niemals biegen. Es mag schwer sein, einen gut bezahlten Job zu finden, aber oft lohnt sich das Warten. Wenn euch mein Podcast gefallen hat, dann hinterlasst mir doch einen Kommentar, ein Like oder vielleicht möchtet ihr sogar meinen Kanal abonnieren. Ich würde mich sehr freuen. Danke, ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche.